Ja, da bin ich wieder. In dem letzten Video hatte ich ja angekündigt, dass ich dieses Messer eigentlich zerstören wollte, beziehungsweise was heißt zerstören, überarbeiten wollte und diesen Griff entfernen, um da einen anderen zu befestigen. Diese Idee habe ich mittlerweile verworfen, aus zwei Gründen. Erstens, entgegen meiner ursprünglichen Annahme ist das hier kein Kunststoff, sondern das ist ein echter Horngriff. Und der ist gar nicht so häufig. Zum Zweiten ist das kleine Messerchen tatsächlich sehr gut gearbeitet und, naja, man sieht es, ein Markenhersteller. Aber viel wichtiger noch, die Klinge ist hier langsam schon so ein bisschen angelaufen. Das finde ich recht schick, aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern die ist hier sehr in einem sehr guten Zustand. Also man sieht hier keine... wie soll ich das sagen? Man sieht es vielleicht gleich bei dem nächsten Beispiel, warum ich mich umentschieden habe. Denn ich habe eine neue Klinge gefunden. Die liegt auch schon hier oben bereit. Und hier sieht man vielleicht, was ich meine. Also so Schleifsünden, will ich das mal nennen. Ne? Dass hier denn so, da so Einbuchtungen sind. Ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich hinkriegt, dass man das so merkwürdig schleift. Aber hier war ein einfacher Bakelitgriff dran. Hier zum Vergleich. Das ist das Messer aus der gleichen Serie. Nur ist dieses nicht ganz so in Mitleidenschaft gezogen. Man sieht hier zum Beispiel den Hersteller. Moment, da. Und dasselbe findet sich auch auf dieser Klinge. Nur, wenn ich die jetzt mal direkt übereinander lege, dann na, oben sind jetzt beide gleich auf. Halt. Man sieht also, es fehlt da eine ganze Menge an der oberen Klinge. Und genau deswegen habe ich die auch erstmal ausgewählt und da den Bakelitgriff entfernt, um da jetzt was Neues draus zu machen. Sprich, da kommt ein Holzgriff dran, die Klinge wird komplett überarbeitet, dass sie auch hier dann über eine gerade, so sieht man es vielleicht am besten, gerade Schneide dann wieder verfügen wird. Ja. Ich habe da verschiedene Hölzer. Favorit im Moment ist erstmal Nussbaum. Das ist jetzt hier natürlich unbearbeitet und ungeschliffen. Mal gucken, vielleicht kombiniere ich das noch mit einem anderen. Dieses bleibt jedenfalls so, wie es ist. Vor allen Dingen, weil dieses auch, ohne jetzt einen Favoriten für den Hersteller zu haben, aber das hier ist wirklich am dünnsten ausgeschliffen. Es ist wahnsinnig scharf und ja. Deswegen will ich das ehrlich gesagt auch einfach behalten. Gut, dieses überarbeite ich. Was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht. Hier hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie ich mit diesem hier zurechtkomme. Ich habe noch eine weitere Idee, die Klinge da zu brünieren. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Naja, seid gespannt, seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.